gehen wir es hin. Dem Gebiet haben wir es, dann holen wir schon bei dem. Ich muss mir das Antiserum holen und das Ruder herumreißen. Man muss doch irgendwie zu Lee und Otto durchkommen. Sie von diesem Rachefeldzug abbringen. Sie haben beide so viel Gutes getan. Sie können das nicht wegwerfen, nur um Norman die Stirn zu bieten. Oh doch, können sie. In dem Fall, ja doch. Okay, Norman will sich das Antiserum holen. Ich informiere Yuri. Hoffentlich was Gutes. Ja, Oscorp hat jetzt ein Antiserum. Ein Heilmittel? Gott sei Dank. Wie schnell kriegen wir es zu den Leuten? Das will ich gerade herausfinden. Das Labor ist der Gezähnte und Cathedral. Halt! Ich erfahre gerade, dass da ein Helikopter abgestürzt ist. Oh nein. Ist das Normans Helikopter? Ich würde ja Officer schicken, aber ich habe keine. Ich kümmere mich darum. Das hier ist bald vorbei. Versprochen. Na, hoffen wir's mal. Das ist schon quasi so ein Teaser. Nur noch ein paar Missionen haben wir schon. So richtiger halber Teaser ist er schon. Aber man merkt eh schon, es wird schon langsam Ende gehen. Das merken wir ja schon. Wir sind ja doch schon beim letzten Akt. Also, ich habe extra sogar nachgeschaut gehabt, wie viele Akte es gibt. Und das mit diesen Sinister Six, das hat mich schon so gewundert gehabt. Agents, die uns beschützen sollen, sich immer mehr wie Besatzungstruppen verhalten. Aber hören wir es uns selbst. Dann, also ich höre es mir sehr gerne. Sie lassen mich nicht ins Gebäude. Angeblich eine Quarantäne. Ich so gut, lasst mich rein, ich bleib hier auch drin. Da richten ihre Knarren auf mich wie auf den Verbrecher. Wo soll ich denn... Oh fuck. Alter, wow. Was sind das für Dinger? Alter Schwede. Irgend so ein Störding oder so. Interessant. Alter. Boah. Wow. Ich würde mal sagen, das ist nicht gerade ohne. Halt still! Ha. Passt. Eingesponnen. Komm schon. Wow. Okay, das ist nicht schön gewesen. Hi. Und tschüss. Okay, cool. Und einer weniger. Tschüss. Noch irgendwo einer. Also die Scharfschützen, die haben es drauf. Da kann man nichts dazu sagen. Also die... Hut ab. Also da hat man wirklich hin und wieder so eine richtige Gefahr. Ah, shit. Glaubt man wirklich teilweise, man ist richtig in Gefahr, wenn man das sich da mal ein bisschen so austobt. So, die klitzekleine Spinne gerade überall. Dann kommt der Kobold und macht die Spinne platt. Und, hopp. Oh, geiler Move. Und hüpp! Ah, die Polizei! Zum Glück greifen die uns auch nicht an. Perfekt! Und wir sollten alle in dem Gebiet haben. Ja, 6 von 6, dann Anzüge. Was sind das für ein Spider-Armor-Anzug? Einfach nur in dem Fall glänzend. Achso, nein, 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 von den Comics. Von den Comics, deshalb auch so grün und so. Neue Fähigkeiten auch. Ah, das ist aber dann noch nicht. Verbraucht automatisch deinen Fokusbalken, um dich bei niedriger Gesundheit zu heilen. Das ist aber gut. Ja, das ist nicht schlecht. Projektilschaden, was haben wir denn da? Okay. Wir haben noch Fähigkeiten. Ja, dann werden wir das dann noch auf uns warten. Hallöchen und tschüss. Mist.
Heißt. Ich muss die Panzerung knacken. Ich brauche Rückendeckung. Perfekt. Boom. Man muss hier ja mal ein bisschen brutaler. Uhu. Das macht zu viel Spaß. Was ist das? Lächeln! Was? An eurer Stelle wäre ich jetzt schon in Vegas. Für alle sicherer? Ist es ja. Jetzt Road Movie oder mein Leben? Nicht beides. Ja. Die Stadt war schon lange nicht mehr so verkommen. Eigentlich noch nie. Ja, ich verstehe. Ja. Provoziert sie beide im Herzen und sie fühlen sich wie Kinder. Tödliche Kinder, die in ihrer